Wenn hier jemand Pferde will, dann kommt er hier mal rüber. Das ist. Hier sind auch wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich sehe wieder. Ich habe hier fast 30 Pferde. Das sind hier fast. Also das ist 40 vielleicht sogar. Das sind halt. Es ist halt unnormal viele Pferde hier. Müssen wir alle mal ins Dorf treiben. Das will ich auf jeden Fall so. Hier sind wirklich alle Pferde, die es auf dieser Welt gibt. Das ist halt. Far Cry, aber es ist nicht Far Cry 6. Wie viele Pferde sind hier? Ich muss das mal zählen. Ich muss mir mal durchrennen und zählen. Ich mach mal jetzt mal Pferde zählen. Bin da gerade begeistert von. Heute Abend gibt es Lasagne. Pferdelasagne. Also wenn jemand ein neues Pferd braucht, hier kannst du 5 haben. Ein Pferd. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elf. Wie sich gerade rausgestellt hat, werde ich mir wahrscheinlich Far Cry 6 kaufen. 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, warten wir mal ab, bis alle Creeper tot sind. 20. Oh Gott. 21. Was los? Wir haben die Rabbit-Sache. Und 21, was ist ich habe schon gezählt. Ein DLC für Mario und Rabbids. Oha. Mario Galaxy und Rabbids. 22. Oh, großer Gott. Also bis jetzt habe ich hier 22 Pferde gezählt. Scheint hier keinen zu jucken. Also ich habe diese Sternviecher aus Mario Galaxy mit den Rabbids gekreuzt. Ach du Scheiße. Verbrenn es, bevor es Eier legt. Das Vieh sieht aus wie SpongeBob. Töt es, bevor es Eier legt, Modi. Töte es, bevor es Eier legt. Gott, was ist das? Hier sind. Und ich juck das auch gar nicht, dass hier also mindestens 22 Pferde sind. Hier hinten. Also mindestens, wenn nicht mehr. Ich finde das jetzt gerade Wahnsinn. Ich muss mal mit Leinen hierher kommen. 22 Leinen besorgen. Kann man eigentlich mehrere Pferde, kann man 22 Pferde an 22 Leinen binden und sich da sich herziehen? Ja. Gleichzeitig. Dann muss ich das mal machen, dann komme ich demnächst mit 22 Pferden ins Dorf. Die werden hier umge... Ein Shooter? Was ist ein Shooter? Es wirkt... Also Mario hat auf jeden Fall eine Waffe in der Hand. Was? Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich jetzt behaupten, du verarschst uns. Es tut mir leid, ich würde euch gerne verarschen.
Also, genau das. Ich glaub dir das irgendwie gerade nicht so wirklich. Das ist, also, du willst mir jetzt wirklich ernsthaft, du willst mir wirklich ernsthaft erzählen, dass SpongeBob. Du willst mir wirklich, dass SpongeBob, also ein SpongeBob-ähnliches Wesen, gegen Mario mit einer Pistole in der Hand kämpft und mit einem Kraken. Das ist. Ich hab's jetzt gerade mal zusammengefasst und ausgesprochen. Du verarscht uns doch, Morty. Das ist nein, das ganze. Sparks of Hope, ich schick dir die Seite. Ich glaub dir das nicht. Das kann nicht echt sein. Was? Das geht einfach nicht. Du willst mir doch nicht wirklich im Ernst erzählen, dass ein. Das SpongeBob-ähnliche Wesen irritiert mich weniger als Mario mit einer fucking Knarre. Mit einem Kraken. Eine Mutation aus Rabbit und wem noch? Sparks of Hope was. Das ist doch nicht dein Ernst. Du willst uns veralbern. So, hier. Bild kopieren. Ich muss gleich mal einfügen. Das müssen wir nachher mal einfügen. Habt ihr gerade ein Bett in der Nähe? Können wir mal schlafen gehen? Hier, bitte. Das ist das, was ich gerade in einer sehr langen Präsentation gesehen habe. Und jede Sekunde davon hat mich mehr schockiert. Guckt euch diesen Stern an. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das sehen will. Ach, es gibt auch noch einen Stern. Es gibt auch noch Patrick. Oh mein fucking Gott. Wieso hat Mario Strahlenkanonen? Ich habe das Original nicht gespielt, aber was warum? Was passiert da? Das ist eine berechtigte Frage, glaube ich. Ich habe es noch nicht gesehen, weil ich hier gerade beschäftigt bin, aber... Jetzt kann ich wieder zwei Regale machen. Schau es mir gerade mal an. Das ist auf jeden Fall besser als die Koch-Media-Interviews gestern. Und wo ist da SpongeBob? Guck dir den Stern oben an. Die Zähne und... Das alles sieht übel so aus. Okay. Das habe ich mir schlimmer vorgestellt. Aber die Nase Laser fehlt halt und die Löcher, aber sonst. Aber die Laserkanone, das ist ja wirklich. Ach du Schande. Heilige Scheiße. Und Nintendo hat es anscheinend schon vorher geleakt. Okay. Wie gesagt, verbrenn es, bevor es Eier legt. Ich würde keine ganzen Rabbits verbrennen. Die sind etwas, was nie hätte existieren dürfen. Gib mir mehr Rayman. So, jetzt müsste ich doch noch Bücherregal. Noch ein Bücherregal. Die Musik, die gerade bei mir im Hintergrund läuft, passt irgendwie in gewisser Weise dazu. Ist es wieder SpongeBob? Nö, ist abgesucht, Space-Dings. Ah, Star Fox also wahrscheinlich. Nee. Oh, es gibt Gameplay. Es ist Stellaris. Ah, auch gut. Okay, jetzt kommt Gameplay. Zu dem SpongeBob-Dingens Mario mit Laserkanonen im Weltraum. Wie war das von Jan Philipp Zimny? Das sind Ninjas im Weltraum. Hoff, du kennst das doch besser. Ich habe sämtliche Bücher von Jan Philipp Zimny. Natürlich kenne ich das. Wie war das nochmal in seinem hier in Awesome? Das sind unsichtbare Ninjas im Weltraum und das Zombies jagen und das unsichtbar. Warte, was war's? Ich hab den Originaltext noch da. Bis gleich. Dann haben wir jetzt komplett mal vorlesen. Die Musik ist aber jetzt ziemlich penetrant. Okay, sie fügen jetzt anscheinend in das Taktik-Gameplay noch zusätzlich Action-Elemente mit ein. Sieht aha eigentlich echt ziemlich cool aus, wenn es nicht Rebels wäre. Schade, dass das jetzt nicht anzeigen kann. Ich kann die Trailer jetzt leider nicht einfügen hier in dem Minecraft Display. Das wird doch da ähnlich. Explosion! Roboter kämpfen gegen Zombies, kämpfen gegen Aliens, kämpfen gegen Monster, kämpfen gegen Zauberer, kämpfen gegen Ritter, kämpfen gegen Piraten, kämpfen gegen Nazis, kämpfen gegen Helikopter. Das meinte ich.
Im Weltraum. Ninjas, wo sind die Ninjas? Genau vor ihrer Nase, aber sie sehen sie nicht, denn es sind Ninjas. In diesem Moment sind 42 Ninjas in diesem Bild, aber ihr seht keinen. Und ich weiter. Wurde gerade das gesamte MCU weiter. Gefasst. Weiter, Prof, weiter. Zu Ende zitieren. Hi, mein Name ist Hannibal Starkarm Max Steel und früher war ich ein Schwächling, genau wie ihr. Doch nun habe ich Awesome entdeckt. Schon awesome. Eine Spritze nur jede Stunde hilft. Jetzt kann ich Gitarre, spiele Kung-Fu, kläre Burgen auf und besitze eine eigene Verbrechen. Ich bin Heavy-Metal-Shaolin-Ritterdetektiv. Das können sie auch. Warte, da war doch was verdreht. Mensch, Flip, Jan, Flip, Flop, Zimini. Mensch, Mensch, Mensch. Explosion. Ja, nehmen Sie Awesome und spüren Sie die Gefahr. Gefahr ist Ihr zweiter Vorname, nehmen Sie Awesome. Und die Gefahr wird Ihr erster Vorname und Nachname. Wie heißt du? Und wie heißt du? Gefahr, G-Punkt, Mensch, Gefahr. Gefahr ist Ihnen nicht egal genug. Nehmen Sie Awesome und Exizid an Ihren Nachnamen. Aber warum denn? Zid ist lateinische tödlich. Fungizid, Pestizid, Tilo, Sarazid. Aber Latein ist eine tote Sprache. Double Kill. Warte, das letzte, das Bärenkatapult müssen wir dann gemeinsam machen. Awesome! Sie mögen Sprache? Vergessen Sie den Superlativ. Nehmen Sie Awesome und benutzen Sie den Ultralativ. Du bist der schnellste Läufer? Ich bin der scheißschnelle Läufer. Steigern Sie alles so weit, dass es zur Scheiße wird. Schnell, schneller, am schnellsten, scheiße schnell. Steigern Sie Namen. Früher war ich Stefan, aber heute bin ich am Stefansten. Sie mögen immer noch Sprache. Awesome Sehr ermöglicht schön. Ihnen das Future 3. Beschreiben Sie Vorgänge, die in der Zukunft schon so lange abgeschlossen sind, dass sie in der Gegenwart stattfinden. Das ist wie Präsenz, aber umständlich. Beispiel. Future 2, ich werde gegessen haben. Future 3, ich werde gegessen hatten. Funktioniert auch ein Passiv. Future 2 Passiv, du wirst geschlagen worden sein. Future 3 Passiv, du wirst geschlagen worden war. Awesome. Sie wollen mit Kanonen auf Spatzen schießen? Vergessen Sie es. Bauen Sie eine orbitale Laserkanone, um Ameisen zu tätowieren. Sie wollen blaue Flecken? Vergessen Sie es. Sie kriegen keine blauen Flecken. Sie tätowieren sich von innen mit Schmerzen. Sie wollen Laserstrahlen aus den Augen schießen? Vergessen Sie es. Laserstrahlen aus den Augen zu schießen war vorgestern. Schießen Sie etwas Besseres aus Ihren Augen. Kettensägen! Explosion! Oh, ich bin so schwach. Welches Müsli soll ich Whisky. Zum Frühstück essen? Whisky! Explosion! Jetzt! Bärenkatapult! Was? Bärenkatapult. Das müssen wir gemeinsam machen! Was? Bärenkatapult! Wieso? Fick dich! Deshalb! Nichts ist tödlicher als fliegende Bären, doch halt! Eins ist tödlicher als fliegende Bären! Fliegende Bären mit Streitäxten! Okay. Awesome! Awesome kommt zu Ihnen in drei überragenden Geschmacksrichtungen: Metall, Bart und Schmerz. Doch halt, wir haben unsere Wissenschaftler Awesome gegeben. Sie sind verrückt geworden und haben in dieser Sekunde drei neue Geschmacksrichtungen entwickelt. Nitroglycerin, Weltraum und Es kommt ein Avatar-Spiel raus von Ubisoft. Jetzt nicht. Welche Art von Avatar? Jetzt nicht. Moment, erzählen. Oh, James Camerons Avatar. Ja, das mit den Blauen. Das ist fast zu Ende. Ich glaube, die Scheiße haben sie schon entwickelt gehabt nebenher und dann wurde der scheiß Bild. Nein, du hast drauf unterbrochen. Ja, sorry. Explosion. Hi, ich bin es wieder. Hannibal Starkarm Max Steel. Jetzt spiele ich eine Band mit den Füßen, während ich auf einem T-Rex reite und einen Roman über einen Autoreifen schreibe, damit sein Gedanke. Die Musik passt gerade sehr gut dazu. Sie glauben, Awesome ist wie ein Gewitter? Falsch. Awesome ist ein Tornado. Mit Kuchen und Sauriern. Ein Kuchotauronado. Aber glauben Sie nicht mir, ich bin nur ein Mann, der Probleme damit hat, in Zimmerlautstärke zu sprechen. Glauben Sie der Wissenschaft, denn sie hat uns viele unglaubliche Dinge geschenkt. Hier sind die coolsten. Laser, yeah. Das Internet, yeah. Strahlungsbedingte Mutation, yeah. Die würden diese Dinge vermissen. Also glauben Sie der Wissenschaft. Wissenschaft ist awesome. Glauben Sie awesome. Glauben Sie an awesome. Beten Sie awesome an und sie verwandeln sich in einen Akkuschrauber. Warum? Du kennst die Antwort. Awesome! Wenn Sie jetzt anrufen mit Kreditkarte zahlen und mir erstgeborenes Kind opfern, bekommen Sie Awesome Steel Edition gratis dazu. Aber was soll ich damit? Awesome. Warnung! Awesome kann folgende Nebenwirkungen haben. Permanentes Brüllen, unkontrollierten Speichelfluss beim Brüllen, Bartwuchs, spontane Mutation und Angst vor den eingehenden Zehennägeln. Awesome! Und Minecraft Arnor. Was?
Das hat gar nicht dazu gepasst. Doch, der hat, okay. Der doch da. Der doch. Nächste Satz in dem Buch ist auch schön. Henry schaltet doch, der den doch. Ab mit seiner Waffe. Der hat doch, der Jan-Philipp Zimny, der hat doch immer bei seinen Bühnenauftritten hat das Event genannt, auf dem er gerade gesprochen hat. In dem letzten Satz, das kann. Das hat er mir mit reingesetzt. Der Mann mit reingesetzt. Und Minecraft Arno. Weil er den Text mittlerweile eigentlich kaum mehr macht. Schade. Ich war Anfang 2020 ich bin noch bei auf der Show. Ich habe ein signiertes Buch jetzt von ihm. Ich bin ja immer noch, ich bin ja noch immer, immer noch die Überzeugung, dass Prof. Jan-Philipp Zimny ist. Also, es ist einfach. Da siehst du. Ich kann dir ein Foto zeigen mit mir und Jan-Philipp Zimny im selben Raum. Das glaube ich nicht. Siehst du ihm verdammt ähnlich aus und deine Stimme erinnert mich auch ein bisschen. So ähnlich sehe ich ihm nicht. Deine Stimme hat mich auch irgendwie ein bisschen an ihn erinnert und. Ja, du magst Jan-Philipp Zimny zu doll. Also den Level von Schwachsinn muss ich auch erst nochmal hinkriegen. Das würde Jan-Philipp Zimny jetzt auch sagen. Nee. Er würde sich sehr viel mehr in Worthülsen verstecken. Das weißt du nicht, wie er privat ist. Er schafft es selbst in seine normalen Gespräche Schwachsinn einzubauen, von daher. Das schaffst du auch. Das stimmt. Aber auf einem so wortgewaltigen Niveau, like holy shit. Ich habe hier alle seine Bücher liegen. Er schafft es, Geschichten zu schreiben, in denen alles komplett bekloppt vorkommt, aber alles zum roten Faden am Ende beiträgt und du weißt nicht warum, aber es passt plötzlich rein in die Geschichte. Können wir gerade mal. Oh, wurde ja den ganzen Berg abgebaut. Noch nicht ganz. Da fehlen noch einige Ebenen. Können wir gerade mal ins Bett gehen oder kann Prof. Tag machen? Ich will gerade wieder auf Kuhjagd gehen, deswegen. Ich bin schon wieder im Bett. Wir haben übrigens nach 22 Uhr. Ja, können wir hier gleich Schluss machen. Wie sieht's denn aus mit Schallplatten? Ja. Ich habe sehr viele. Sehr schön. Ich sortiere sie. Oh, fuck. Ich habe gerade aus Versehen ein Creeper bei mir auf den Kopf gesetzt. Kannst du ins Bett gehen? Ich kann das hier machen. Das kommt auch selber raus. Ah, okay. So, ich muss noch mindestens eine Kuh töten, damit ich ein Bett machen kann. Damit ich dann nicht Bett, sondern damit ich Leder machen kann und das letzte Buch. Und hat jemand von euch zufällig noch ein Stück Leder in einer Truhe? Nö. Seid ihr noch da? Ja. Okay, dann muss ich wohl noch eine Kuh jagen gehen. Jetzt baut er mir hier Steine auf die Ebene. Ja. Wie kannst du nur? Du machst gerade meine ganze Arbeit zunichte. Mit einem Stein. Ja. Es dauert wieder ganze 10 Sekunden, den abzubauen. Mit hinlaufen und alles andere. Mann. Und brennt da Zombie Villager? Okay, irgendwo muss doch hier noch eine Kuh sein. Schaf, Huhn, Schaf. Das ist ein Schwein. So, wenn ich noch eine Kuh gefunden habe, dann können wir hier Schluss machen. Das mache ich mir heute noch als Aufgabe. Dann kann ich noch zwei Regale bauen und dann. Ich will auch nicht für so weit raus. Es ist. Geben Lamas auch Wolle oder gegen Lamas auch Leder oder? Ich glaube nicht, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Finden wir es raus. Spaß. Es fällt.
Oh, es hat's überlebt. Au. Es will nicht sterben. Was wollen die wenigsten? Aber ich sterbe gleich. Auch das passiert den. Ja, das passiert den meisten. Passiert den besten. Tja, hat's noch keiner am Tod vorbei geschafft. Noch nicht. Und Modi hasst Tiere. Der Dämon so. Aufgehängt. Ja, und zwei Lamas. Wie zwei Lamas aufgehängt? Hast du gerade zwei Lamas dahin gehängt? Nö. Aber du vorher. Achso, nein, das eine war ein Pferd. Das ist mir durch Fallschaden gestorben und das zweite war ein Lama. Nee, das zweite war ein Schaf. Ich glaube, da drüben habe ich irgendwo mein Zeug fallen lassen. Nein, da bin ich hoch. Okay. Du hast übrigens noch keine Liege auf deinem Dach aufgebaut, auf dem Thaddeus. Auf dem Thaddeus-Dach. Wie soll ich denn eine Liege machen? Keine Ahnung. Thaddeus hat da eine Liege. Ah, Moment, ich könnte Tropenholztreppe machen und dann eine Stufe. Ja, erstmal musst du eine Leiter hoch und eine Treppe in deinem Haus da nach oben bauen, damit du da mit hinkommst. Ich mach mir erstmal hier das Ding. Ich hab keine Holztreppe. Wann gehst du denn sterben? Wie viel Leben hat denn so ein Lama? Hängt vom Lama ab, glaube ich. Oh, doch, tatsächlich. Leder. Oh. Lamas machen cool. Leder. Sehr schön. Lamas machen Leder. Das ist eine Erkenntnis. Wow. Ja. Lamas Trockenleder. Ich dachte, sie produzieren das in Fabriken. Kann ja auch sein. Und tragen es mit sich rum. Und wenn sie sterben, dann lassen sie es fallen. Das ist halt. Das wird sein. Das muss es sein. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Ich dachte, so funktioniert das mit dem Trocken. Ich habe jetzt 1, 2, das sind die 3, Gegenstände, die Leute mit sich rumschleppen. Und wenn du den. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 verschiedene Platten. Na dann, bringen sie zu mir, dann machen wir Musik. Ich habe noch Leitern übrig. Kann sein. Nehme ich von jeder eine mal mit. Ja, ich kann mir auch einfach selber einen machen, Moment. Ist egal. Jetzt muss ich aber noch 3 Bücher machen. Eines. Ja, 13 Platten. Ja, Viertelstunde Devolver übrigens. Nur eine Platte fehlt. Was haben wir, Devolver? Nur eine Viertelstunde. Ich hab dich wieder nicht verstanden. Es kommt bei mir nicht an. Bucket legen wir die noch oben drauf. Dann die schwebt. Auf geht's. Für das nächste Regal reicht's dann nicht mehr. Oh doch, ich hab. Oh nee. Na komm, ein Regal noch. Habe ich doch relativ viel hier geschafft. Ich habe so eine Art Liege auf dem Dach. Freut mich. Ja. Ich habe sehr viele Bücherregale jetzt hier. So, jetzt hast du alle Schallplatten. Hurra. Ist jetzt nicht so, als könnte man da mindestens zwei Regale brauche ich jetzt offscreen noch. Und. Sehr schön. Es ist leider doppelt. Deswegen. Keine ist doppelt. Na, aber meine Musik, da mache ich mal meinen Gesang hier in der Playlist gerade aus.
Dein Gesang läuft Helene Fischer oder was? Seit wann spielt der Scheiß die Stereo-Version davon? Ich habe eine kaputte Schallplatte. Ja, die spielt auch was. Hört ihr das auch, oder? Keine Musik, natürlich. Das hätte gut zum letzten Stream gepasst. Hätte gut im letzten Stream gepasst. Was? Die kaputte Playlist, die kaputte Schallplatte. Ah ja. Mit den Zombie-Geräuschen. Apropos, was war mein Vater nochmal? Dem ist die Brille kaputt gegangen? Auch? Ja, genauso wie mir in der Hand zerbrochen. Das ist jetzt wirklich schon nach Zufall. Das ist wirklich hey, ziemlich... Hast du mal Brillenmacher? Nee. Und dann noch das Leitungsproblem bei mir. Das kann kein Zufall mehr sein. Sind es vielleicht doch Geister. Ja, und sie hassen deine Brillen. Und die deiner Familie. Summe, 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 summe. Welches ist denn die teuerste Musik? Meine Worte, Fahr. Ich glaube, Fahr war nicht schlecht. Abschluss. Naja. Ja, mein Lieblingssong in Minecraft ist halt nicht auf einer Platte. Kann man die auch personalisieren? Das wäre ja mal was. Und einfach mal Source Pack installieren, aber und da irgendwas drauf für dich selbst. Ja, wäre ja für den Stream ganz gut, wenn er da deine Musik drauf spielen lässt. Du kannst beliebige Musik in einem Resource Pack dann austauschen, ja. Okay, wollen wir mal Schluss machen? Einmal noch schlafen gehen und dann Feierabend machen. Alle in ihre Betten. Ja, bin im Bett. Ich komme gleich. Villager, Oh, ein Hexer. Das ist ein Hexer hinter deinem Haus. Hinter deinem Lagerhaus. Das ist die Prof-Hexe. Oh, die Hexe hat mich verflucht. Brauchen wir noch eine Verabschiedung, oder? Ich habe gerade einen Trank von Hexer bekommen. Ich kann, glaube ich, gerade nicht sprinten. Ich hüpfe mal auf den Berg und guck dir zu. Ich würde mir gerade noch... Ich hole mir gerade noch mein Schwert raus. Wenn ich das präsentieren zum Abschluss. Nö, warte mal. Meine Armbrust. Da sind zwar keine Bogen drin, aber... Wie es aussieht, habe ich irgendein Shirt gewonnen und eine VIP-Card für irgendwas während den Streams. Okay. Das? Ich aktiviere mal eben. Ich kann wieder sprinten. Was hast du da wie gewonnen? Und warum? Das sind Twitch-Drops. Bei, gibt. Bei Gronkh im Stream oder was? Jo. Okay. Schön. Oh, ich bin schon mal auf dem Hügel. Oh. Schön für dich. Ich komme auch. Ich versuche gerade mich anzumelden. Ich weiß nur nicht, auf welchem Konto ich Ubisoft laufen habe. Kommst du mit?
Ja, ich muss gerade hier Dinge tun. Moment. Ja, warte, ich komme kurz auf den Berg. Oh, da ist die Biene. Hallo, Biene. Immer diese Sumsebiene, lalalala. Mhm. Ich muss da noch mal Pfeile für finden. Oder machen. Oder machen. Okay. Mit Stift und Papier. Oder so ähnlich. Hurra. Joa. Posieren für einen Screenshot für die Endcard. Yay. Sehr schön. Jetzt haben wir jetzt Zombie doch drauf. Ein Skelett. Mein Armbrust funktioniert nicht. Na toll. Molly macht nochmal Chaos zum Schluss. Ja. Ich hab Chaos gemacht. Hoff hat Chaos gemacht. Ich gehe nur rum und versuche mich bei Ubisoft anzumelden. Okay. Na dann. Dann komme ich mal schnell wieder hoch. Spitzke, ja. Jetzt habe ich einen Skelettbogen im Arm. Nicht einen Barbogen, sondern einen Pfeil. Es wird Zeit, dass wir Schluss machen. Ich kann nicht mehr reden. Ja, ich habe Hunger. Ja. Bei den anderen vorbeischauen lohnt sich nicht wirklich. Die machen nichts. Ja, also, ja, schaut bei mir vorbei. Auf YouTube und auf Twitch. Also, ja. Was denn? Haut da rein. Habt noch einen tollen Abend. Ich mache jetzt den Schluss mit Minecraft. Ich melde mich ab. Offscreen mache ich noch ein bisschen die... Ja, von außen sieht man jetzt relativ wenig, was passiert ist, aber von drinnen ist einiges entstanden. Die Bibliothek. Ja, da mache ich den Offscreen weiter. Modi hat sich entfernt. Prof baut den Berg ab. Ich wollte bloß auf die Spitze. Da bringt das Ganze hier auf die Spitze. Yeah, ich bin oben. Ja gut, und ich bin auch raus.